Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2 hier auf Multiplayball. Einmal hier mit mir, dem Romdex 100 und dem... Dein Einsatz? Ja, Niall 9063. Genau, wie hier gewünscht in den Kommentaren bei dem Battlefield 3 Video. Ja, hier im Portal 2, der Koop-Modus. Ich hab ja, haben wir schon mal so ein bisschen angespielt, aber keine Angst, wir kennen den noch nicht auswendig. Genau. Also werden wir ab einer gewissen Stelle dann blind weitermachen. Gut, ich denke mal ja, dann... Damit wir nochmal schöne englische Fachausdrücke reinbringen, ne? Ja, genau. Dann klingt das alles so ein bisschen hochwertiger. Ja. Gut, dann machen wir... Also dann können wir wenigstens so tun, als hätten wir Ahnung. Genau. Gut, dann klick mal ein Koop-Spiel machen und dann... Standard-Koop. Ja. Der Romlex 100, da ist er sogar online. So, dann kriege ich eine Einladung auf. Gedacht. Mal sehen, wo ist denn die Steamer? Ach, da, gut. Ihr kooperatives Spiel beginnt jetzt. Bitte warten. Romnex 100, Ihr Forschungspartner. Oh, scheiße. Ja, das dachte ich mir auch, als ich deinen Namen da unten gelesen habe. Alter, der Ladescreen ist lustig. Warte auf Ihren Partner. Ja, mein unglaublich schneller... Also wirklich, da kommst du schon wieder zu spät. Alter, ich fall hier wie so ein Aua. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Machen ja, wir hier ist wohl. Tests und schauen mal. Gerade irgendwie was nicht so ganz. Ja. Schief gelaufen alles hier. Oder können wir einfach hier nochmal von vorne? Wo? Also hier. Das könnte sein. Also dann drücken auf diesen schönen attraktiven Knopf da. Und fangen einfach nochmal manuell von vorne an. Ja, so ist ja, weil wir hatten versucht über die Konsole unser Profil zurückzusetzen, aber es hat anscheinend nicht so ganz geklappt. Ja. Kann ich mir auch irgendwie gar nicht erklären, warum. Da hätten wir es beide machen sollen. Was? Der Ladescreen, da knicken die FPS ordentlich ein. 8. Meldet Fraps hier gerade. Ja, bei mir ist gerade auch nicht so das Beste. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Das ist immer noch nicht die Kalibrierungsstrecke. Nee, irgendwie nicht, ne? Aber ist es vielleicht die erste wenigstens? Das ist also das erste Level, was man nach der Kalibrierungsstrecke machen muss. Ja, siehst du, besser kriegen wir es dann wohl nicht mehr hin. Na gut, dann dann fangen wir einfach mal ab hier an. So. Ja. Soll ich hier? So. Ja, du dann. Komischer, schwuler Roboter. Alter, du sollst doch jetzt da durch. Hallo, hier geht's lang. Dann hetz mich nicht. Ja gut, du bist so fett, das dauert immer, bis ich das... Ja. Alter, jetzt geht er durch dein Loch. Ja, du bist ja auch ganz nett. So, gut. Das sieht doch auch aus, wenn du da hinten wegläufst, irgendwie mit deinen langen, komischen Beinen. Also ich finde ja, mein Roboter ist viel hübscher als deiner. Ja, ja. So, jetzt komm mal hier. Ach so, ich muss hier irgendwo lang. Ach du Schau. Du erhältst 5 Kollaborationspunkte. Ja, siehst du, die habe ich auch verdient. Ja. Für was denn? Hier will ein bisschen hampeln. Gut, dann machen wir hier dann. Der Scheibe jetzt immer noch so komisch rum. Gut, jetzt machen wir dein Portal dahin, wo es hingehört. Ach so, ja. Ach nee, du musst ja erstmal noch wieder durch. Och nö. Ey, jetzt reicht's aber irgendwie, ne? So. Ach ja, wir können jetzt ja auch dadurch. Gut, das lief doch mal. Die Sprierungsstrecke jetzt fehlt. War lustig. Hervorragend. Ja. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Und das wäre natürlich ich sein. Und der Lüfter da oben, der ist irgendwie so komisch. Weiß ich auch nicht. Der sieht komisch aus, ist so groß und so laut. Also wie deine alte Grafikkarte, ja, ne? Ja, meine alte Grafikkarte.
Igitt, die Demontage. Und mich sollte man ganz lassen. Dass ich dich demontieren kann, ich verstehen. Am besten setzt man dich auch nie wieder zusammen. Das wäre die beste Idee. Ja, ja, ja. Hey, du hast einen Auspuff. Ja, Auspuff. Kann ich ihn auch irgendwie benutzen? Ich furze hier das Gesicht. In einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich drücke irgendwann mal den Knopf da. Das kann nie schaden. Stimmt. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Warum schon wieder, ey? Gewinnt. Dann gibt's jetzt da ein Portal hin und da eins. Ja, lass mich da mal rein. So. Ey, was machst du denn da für einen Scheiß? Ja, das frage ich dich auch. Gesetzt. Jetzt geh mal wieder zu deinem Knopf da. Und mach den Knopf da an. So. Das siehste geht doch. Und jetzt durch hier. Ja, und ich? Ja, du kommst hier ja durch. Wo durch? Hier. Ah, die Stimme ist hier auch durch? Nee, das ist nicht das Wahre. Hä, bin ich blöd? Ja, hier. Ach so. Ja, verstehe. Das geht ja echt gut los. Lange gedauert, aber ich hab's verstanden. Sind wir uns hier eingeschlossen? Nee, da geht's schon weiter. Man merkt schon, der Neil hat Portal noch nicht so oft gespielt. Er hat das Spiel erst seit gestern. Nee, jetzt. Gestern das erstmal gespielt. Genau. Was hältst du von. Mach mal den Timer an. Das war hier irgendwas mit Knöpfen gleichzeitig drücken. Genau, mit den Portalen da oben. Ach ja. Ach du Schatz. Irgendwie bewegst du dich gerade nicht allzu flüssig. Naja. Merkwürdig. Den Timer. Und jetzt die anderen Knöpfe, schnell. Juhu! Und wir kriegen Bälle. So. Ich hab keinen. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Noch nur einen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja, ne, ich? Ja, ich bin das. Ich mach das gute Aussehen und er macht nur die ganze praktische Arbeit. Gut, das liegt doch mal gar nicht mal so schlecht. Für den Anfang. Das ist eine Schemazeichnung von dir. Ja, die sieht voll pro-mäßig aus. Die sieht echt scheiße aus. Würde sie eher zu dir passen. Ja. Ja, ja. Immerhin habe ich einen Auspuff. Wenn Arbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell. Ja, hier, warte. Angesichts des Guck mal, wie toll ich tanzen kann. Wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Boah, das ist ja ein Tanz, du. Ich weiß, ich bin toll. Ja, unglaublich. So, warte mal, da wissen wir auch, wie das hier funktioniert. Warte, komm mal her. Ja. Ich bin zu blöd dazu. Wie geht's? Alter. Schafft die Portalkanone keine Leute verletzen kann. So, das stimmt aber noch was nicht. Da fehlt noch so ein bisschen Feinkalibrierung. Wie in deinem Kopf. Ja. Wie haben sie den Kopf vergessen, oder was? Aber ich kann ja auch noch ein bisschen tanzen. Bis jetzt. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Das wenn haben sie also dein Gesicht vorgestellt. Haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so gut. Ich meine, was ein Service, also immerhin. Die Kameras einen neuen Zweck. Die dienen dazu, uns zuzugucken, wie wir Schnick, Schnack, Schnuck machen. Oh ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Doch, es hat einen Sinn. Natürlich, das hat einen sehr tiefen Sinn. So, dann ab damit. Und jetzt, wie sieht's denn hier aus? Ich will den Würfel. Oh, da sind hier diese Türme.
Den sollte man nicht zu nahe kommen, dann stirbt man. Nee, das ist nie eine gute Idee. Aber wo ist hier der Würfel? Muss man erst auf diesen Knopf drücken. So. Da. Ja. Zerstöre lieber die Türme damit. Das können wir auch machen. Was soll das? Monster! Die gehören zu uns! Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. So, dann geht's jetzt hier auf das Ding dazu. Wir sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Genau. Nee, halt, das war doch irgendwie anders. Du musst hier auf diese Fläche drauf. Nee, Moment mal. Warte, ich habe eine Idee. Was hältst du denn davon? Ja, genau. Da auf die Fläche, mach da ein Portal. Genau, und... Warte, ich muss mal kurz... Alter, was ist das? Nee, mach da eins und hier eins, oder? Ja gut, das geht natürlich auch. Nee, halt. So, da und jetzt machst du da und da eins. Ja, du musst den Würfel noch ein bisschen. Ja, ist eine Idee. Ja, fast. Fast? Ja, fast. Ach nee, du, diese Feinarbeit. Okay. So? Ja. Perfekt. Okay, jetzt nicht mehr. Hä, wieso denn? Ja, läuft doch alles. Ja. Ja, eigentlich ja. Wie? Aber da probiere ich nochmal. Ach, da. Ja, warte, da. Jetzt funktioniert. Okay, jetzt. Ich bin als Erster hier draußen. Psö. Juhu. Wieso komme ich hier noch nicht raus? Ich muss auch noch mit. Du kannst doch ruhig drin bleiben. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Ja, für mich natürlich. Ich bin ja auch der Gutaussehende. Fürs Gutaussehen bin ich zuständig. Aber Intelligenz, naja, mangelt so ein bisschen. Mein Kopf ist größer. Du hast so einen komischen Ovalschädel da. Ovalschädel auch. So komische, weiß ich auch nicht, Stelzenbeine. Ich meine, ich sehe ja irgendwie sie, keine Ahnung, wie so eine männliche Kampfmaschine aus. Du irgendwie wie so eine, weiß ich auch nicht, was Pussy. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Und, ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgabe warte, ich hab hier eine Aktion, die beschreibt sehr gut dein Aussehen. Sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Kann ich auch mal auslachen. Okay, das sieht scheiße aus. Das ist ja auch total die Pussy-Lache. Also, komm, dein Roboter ist nicht gerade männlich hier. Naja. So, was haben wir denn da? Zerquetscht.